macht einen Riesenlärm für M. Weihrauch. Hallo. Ja, im Mai 2014 hatte ich meinen zweiten Auftritt bei denen. Ich mag die, auch wenn ich denen gesagt habe. Sein liebevolles Denen. Spürt ihr die Liebe? Sehr gut. Oh, so, Poesie, Lyrik. Jemand hat ein sehr gelbes Hemd an, das mag ich. So, bevor wir zu den Farben kommen. Hey, was ist morgen für ein Tag? Genau, das heißt, eine ganze Menge von euch müssen morgen wieder? Exakt. Es wird kein Mitmachtext, keine Sorge. Das Und das Interessante ist, das ist dieser Alltag. Und wir haben hier diese wunderbare Blase an Zauberei und Lyrik, Literatur, Theater auf dem Sommerwerftfest. Aber die fucking Welt brennt. Und zwar nicht nur metaphorisch. So, wir haben die heißesten Sommer des Jahrhunderts jedes Jahr jetzt. Wir haben Krieg in Europa, falls das jemand vergessen hat. Aber morgen ist Mittwoch, morgen ist Alltag. Das heißt, wir müssen dann zur Arbeit gehen und müssen lächeln. Wir müssen die Kinder füttern und lächeln. Und das ist ganz schön hart, oder? Aber blicken wir auf unsere Erde. Da klingt ein Chor voller Beschwerde aus den Mündern jener Herde, die wir Menschen nennen. Und beim genauen Blicken mögen die sich auch nicht schicken, unser Ego herbe zicken, können wir erkennen. Die Welt ist am Arsch, kaputt und ausgelaugt. Wir haben ihr den Lebenssaft ausgesaugt. An das Gute wird hier noch kaum geglaubt, während die Menschheit den Lebensraum verbraucht. Malen in Schwarz unsere Szenarien, singen Moll dann Sterbensarien. Gibt es Tiere nur in Vivarien, deren Geschichten in Antiquarien. Denn wir haben uns die Erde zum Bückstück erzogen, die Fundamente der Natur unkenntlich verbogen, uns bis zu überkochen, ganz schändlich belogen, um die Kinder, um die Zukunft, schlussendlich betrogen. Wofür? Für Tönnies Schweinsdörfer zum Fetten durchgrillen, für Netflix zu Hause zum richtig schön chillen, für Paketlieferdienste gar rund um die Uhr, für die lockenerhaltende Anchovy-Haarkur, für 10.000 Ordner bei mir auf den Laptop, für Porno-Streamen direkt auf den Desktop, für Temu und Gadgets und trendigen Scheiß, für unendliches Wachstum, zu egal welchem Preis. Aber noch sind wir nicht am tiefsten Punkt. Die Menschheit braucht dafür auch keinen Grund. Es geht hinab in den ganzen Schlunden der Misere, in der wir leben. Denn ein Miteinander kann sich die Menschheit abschmieren. Macht, Fame und Klicks sind, wonach wir vulgieren, wofür wir auch gern andere Menschlein blamieren. Schauen auf die Menschen, eklige Horden, blicken dann weg beim grausamen Morden, verleihen oft Heuchlern glänzende Orden. Ja, Menschheit, was ist doch unserer Seele geworden? Versuchen im Wettstreit mit allem sich abzukämpfen. Von dem Lärm dabei entsteht abzudämpfen, bei dem ganzen Mist sich abzugrenzen. Dabei wäre es doch schön, selbst einmal zu glänzen. Aber wir schweigen, wenn niemand Rassismus zügelt. Wir laufen schnell weg, wenn jemand Queere verprügelt. Wir wischen das Blut auf, wenn sie jemand vergießt. Wir schauen es im Fernsehen, wenn jemand Schüler erschießt. Wir blicken auf die anderen und wie die auf Erden wandeln. Wir denken, wir sind die Guten. Aber wollen wir jemals danach handeln? All diese Dinge habe ich in meinem Leben gesehen, gehört und gespürt. Das hat mich dabei zutiefst betrübt und verstört. Und manchmal sitze ich an so einem Küchentisch im Dunkeln allein und suche nach ein bisschen Licht. Und ob ich es finde? Ich weiß es nicht. Aber dann sehe ich Menschen, die immer noch lächeln, obwohl ihre Organe seit Jahren an Krankheiten schwächeln. Was durchdringt diesen melancholischen Tanz? Es ist ein kleiner Junge, der ruft wie eine Gans. Homp, 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 homp. Denn auch in schmierigen, schwierigen Lebenslagen kann der Mensch Miseren oft nur ertragen durch das blinkende, glitzernde, winkende, flüsternde Gefühl von Glück. Auch in den schmauchenden Rauchen über Resten von Träumen kann der Mensch sich gegen Schicksal aufbäumen. Die Kraft dafür liegt im Kaffee am Morgen, im Teilen von Sorgen, in veganer Ernährung, im Akt der Vermehrung, im Protestieren und Toben, im einfach mal Loben, im Beschmieren von Schildern, im Malen von Bildern, im Freundschaften knüpfen und binden, in endlich mal Zeit für ein Päuschen finden. Es ist der Menschheit größte Errungenschaft, Licht zu finden,
wenn es sich im Dunkeln verschlungen hat. Und ja, ich weiß, Klimawandel, Menschenhass und Verachtung verschwinden nicht nur durch positive Betrachtung. Aber wer auch im Morast noch nach Pfaden sucht, lächelt, obwohl man den eigenen Namen verflucht, gegen Klimawandel und Hetze kämpft und vielleicht noch das Leiden von anderen dämpft, der legt das Fundament für eine bessere Welt, die hoffentlich länger als nur ein Lächeln hält. Dankeschön. M. Weihrauch.